Frisch gezapftes aus der Region, herzhaftes Essen und Beisammensein in besonderer Atmosphäre mit außergewöhnlicher Architektur. Das gibt's in Erbach. Der Biergarten Brücke 7 von Chris Kielock hat sich in wenigen Wochen zu einem echten Geheimtipp verwandelt. Also hier unmittelbar nach unserem Eingang haben wir unseren ersten Bereich des Sonnendeck, wie wir es getauft haben, weil wir hier eben den ganzen Tag eigentlich Sonne haben, wenn sie denn scheint. Und was das auch ausmacht, ist, dass es ein Platz ist für Familien. Wir haben hier einen Sandkasten integriert und es wird natürlich von Eltern geschätzt, die dann entsprechend ein bisschen sich ja, zurücklehnen können. Gegenüber der Familienecke und dem ehemaligen Kuhstall ist die überdachte Laube, die vor allem für größere Gruppen gedacht ist. Wir fragen bei den Gästen nach, was macht die Brücke 7 besonders? Es ist mitten in Erbach und es ist schon was Besonderes, weil in Erbach die ganze Zeit gastronomisch Luft nach oben war und das jetzt damit sehr gut gefüllt wurde. Ich finde es sehr schön, auch für die Jungen hier ist mal was ganz anderes. Das gibt es hier in der Gegend noch gar nicht. Und ja, ich glaube, das ist eine Bereicherung für Erbach. Egal, ob ich das jetzt ein Bier trinke oder ob ich jetzt das Hähnchen esse, was im Salat ist, oder auch sonst was, das kommt aus der Region und das ist für mich ganz wichtig. Apropos Essen, das kann man hier gut, denn Chris Kielock und sein Team haben den klassischen Biergartengerichten neuen Pep verliehen. Und vor allem, die Zutaten kommen überwiegend aus der Region. Dabei bleiben die Preise angemessen. Ein Salat gibt's ab 6 Euro, das urbane Hummus kostet 8,50 Euro. Aber wir haben auch die Klassiker aus einem Biergarten wie eine Rindswurst, die aber auch nicht irgendwo herkommt, sondern das sind Metzger, die hier aus der Umgebung sind, die uns da mit den Produkten beliefern, sei es die Wurst oder die Wurst für den Wurstsalat oder wie bei unserem Salat mit Mossemer Biohinkel, Mossautal, eine Gemeinde hier nebenan, wo ein Biohof ist, wo wir wirklich wissen, wo kommt es her. Und ja, in Zeiten, wo die Schlachthöfe nicht unbedingt den besten Ruf genießen, wollen wir eben zeigen, was die Region hier bietet und was wir daraus machen können. Bevor hier die Brücke 7 einzog, war das Grundstück lange Zeit ungenutzt, Gemäuer zum Teil verfallen. Über ein Symposium fanden Kielock und die Architektin Kerstin Schulz mit ihrem Kollegen zusammen. Schnell stand fest, hier soll was Modernes, Außergewöhnliches gebaut werden, das an Großstadt-Flair erinnert. Auf diesem Grundstück, was ja so der Brückenkopf ist zwischen Altstadt, Neustadt, auch so im Brückenschlag zu Michelstadt hin, wäre das eigentlich optimal, hier einen starken Impuls zu setzen, an dem man experimentell und leicht und auch vielleicht für den ländlichen Raum innovativ mal so etwas auf die Beine stellt, so was, ich nenne es mal ein bisschen Kreativeres. Dass hier in Erbach in der Brücke, wie Chris sie liebevoll nennt, nun so viel Betrieb herrscht, freut ihn und sein Team. Ihnen ist es gelungen, in Erbach einen urbanen Ort zu schaffen. Es war eine große Herausforderung, aber das Ergebnis spricht, glaube ich, für sich. Und wir sind alle sehr dankbar, dass wir jetzt hier Gäste empfangen dürfen und das zu einem Lebensmittelpunkt hier gemacht haben. Gerade in den Sommermonaten ist der moderne Biergarten ein schönes Ausflugsziel für jede Altersgruppe.